Nagelstudio. Nagelinstitut. Ja, ich bitte nicht ab. Im Fernsehen machen ja viel Reklame, ne? So Schleichwerbung. Ne? Hier zum Beispiel Wetten, das ist ja so ein Beispiel dafür. Ne? Da war ich auch schon oft gewesen. Ne? Dann laden die einen ein als Gesprächspartner. Ne? Und man kommt gar nicht zu Wort. Ne? Sitzt auf der Couch, da sitzt du und sitzt. Man sitzt und sitzt und sitzt. Und ist so langweilig, da kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Furchtbar langweilig. Da kannst du auch einen Toten auf der Couch setzen. Da wird dieselben Fragen gestellt. Laut Gerichtsbeschluss ist bis 22.45 Uhr die Sendung, ne, wetten das, ne, zum Beispiel. Und dann steht er da immer, der Moderator, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Wir überziehen. Wir haben 3.20 Uhr. Oh, da kommt aber noch unser Thorsten. Der kann mit dem Braunkohlebagger diesen Ding 30 Meter breit. Der kann mit dem Braunkohlebagger über ein gerade geschlüpftes Küken fahren. Ja, und dann sofort siehst du so die, wie so eine Ellenbogenkamera, die ist hier versteckt wahrscheinlich. Siehst du die Haare hier auf dem Gelenk. Den Joystick bedient. Das ist nur so ein kleiner Joystick. Ich bin einmal Braunkohlebagger gefahren. Seitdem gibt es drei Städte nicht mehr. Das ist ein Joystick. Machst du einmal so, zack. Da fährt er eine Woche lang nach links. Wer kompliziert so ein Gerät zu fahren? Da muss man mindestens Führerschein Klasse 1 haben. Und dann, die Kamera zeigt dann aber auch, das ist eine Innenei-Kamera. Ein Ei von dem Vogel, von dem kleinen Vogel, das Schriftbild. Da hat so eine Haarschopf-Kamera. Also der Hahn gemacht hat, haben wir dem schon bestimmte Technik in die Kamera mit rein. Haarschopfkamera des Vogels und die Schale so pick, pick, pick. Und das so aufgeht, dann kommt, guckt der Vogel drauf. Guckt der mit dem Braunkohlebagger. Solche Ohren hier, ne? Ohne Ohrenschutz kannst du da nicht mitfahren. Ne? Und dann fährt er daher und Spannung, die Spannung wächst. Die Ellbogenkamera, die Haare stehen zu Berge hier. Der Vogel ist mit einem Arm aus dem Ei raus und dann siehst du schon die Fragezeichen. Gelbe Feder mit so einem Schmack. Also hast du auch noch mehr dieser, das ist ja fast untergegangen, so ein Schrei noch von dem Vogel, der kleinen Vogel, so ein kleiner Vogel, der kann schreien. Dann kommt schon die nächste Wette, da kann eine Frau mit verbundenen Augen kann von der Innenseite von Kartoffelschalen riechen. Wer neben dem Stand, wo die Kartoffeln gekauft wurden, sein Auto falsch geparkt hat. Ich denke mal, das kann doch nicht mit echten Dingen zugehen. Da ist doch sicher vielleicht abgesprochen.